Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 2, die 100 Baby Challenge. So, mit Joachim mitmachen? Nee, 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 nicht mit Joachim mitmachen, sondern Joachim bitten mitzumachen. So, du hast immer noch keinen Spaß. Wie wär's, wenn du jetzt erstmal Fernsehen gehst? 1 plus, 1 plus, okay. Was jetzt halt gerade ein bisschen doof ist, immer 16 Uhr. Eigentlich sollte ich ihn zur Uni schicken, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Rakepau! So, du wirst dann heute einen Job noch suchen. Warte mal hier, warte mal. Ey, entspannen bitte. Lass das Kind bitte Kind sein. Das Kind hat sich, glaube ich, voll gemacht oder so. Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. So. Und wir beide werden jetzt hier nochmal ein Baby machen. Runde 2. Die Fahrgemeinschaft für Holger fährt in einer Stunde. Okay. Kleiner, mach dich voll. Umgebung. Okay, du gehst arbeiten. Jonas, Hausaufgaben machen. Komm, pinkel dich voll. Ich möchte noch die Windeln wechseln, bitte. Und dich dann ins Bett legen. So. Zwei, vier, sechs. Wieso geht das nicht? Bin ich jetzt irgendwie... Warte mal. Meine biologische Uhr. Ich möchte ein Baby mit... Ich bin doch noch total jung. Warum kann ich hier... Fruchtbarkeitsbehandlung beginnen. Vielleicht liegt es ja daran. So, wollen wir unterhalten. So, wie schauen wir aus? Alter Falter. So, warte mal. Iss mal einen Teller, bitte. Was ist mit dir jetzt los? Das stinkt. Okay, hier. Windeln wechseln, bitte. Oh, Bett machen, die Ratte mit ihm. Ich doch haben, dass du in dich schwanger wirst. Mann, ist das... Alter, ist das anstrengend. Das ist ja noch anstrengender als im Real Life. Bist du deppert? So. Hast du Hunger? Nee, eigentlich nicht. Okay. So. Telefon... Gisela, wo ist Leon eigentlich? Leon. Ah ja, Leon liegt auch hier irgendwo rum. So, du? Joachim bitten mitzumachen. Was ist mit dir jetzt? Du bist jetzt bei der Arbeit, gell? Ihr könnt schon losfahren, danke. So, Leon bitten bei der... Nein, du hast noch keinen Hunger. Entspannen. Alter, ist das scheiße. Hier, Joachim, bitte. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Ey, so schlimm ist es noch nicht. Nee, nee, so schlimm ist es noch nicht. Sie schaut schon voll verzweifelt. Ich will haben, dass du jetzt endlich schwanger bist. So, die haben sich fertig gemacht. Du gehst mal dabei hier benutzen aufs Klo. Und du bräuchtest dann Kreativität. Kannst du hier irgendwas anfangen? Wenn wir das räumen wir noch weg, wegwerfen. Und dann malst du einfach mal was. So, und nun ihr beiden, fruchtet es nun, fruchtet es nun. Hallo? Alter! Alter! Wieso geht das nicht? Okay. Wurscht, wurscht, wurscht. Hier, Teller nehmen, Teller nehmen. Mach das einfach alles mal, bitte. Mach das einfach, Alter. Das glaubst du ja nicht.
Ich sage ja, anstrengender als im Real Life, aber was willst du machen, ne? Nee, das vielleicht nicht, gell? Aber das ist ja echt nicht mehr normal. Toll, jetzt hast du die Dusche kaputt gemacht. Toll, Jonas. Ganz toll. Ja, wie gesagt, ich müsste eigentlich mal die 100 Baby Challenge in Sims 3 machen, weil ich da nämlich einen Mod drin habe, dass die lieben Väter dann Alimente zahlen müssen. Oder auch die Mütter, je nachdem, wo das Kind halt ist. Alter Falter, ich glaube, du gehst nachher duschen. Und gehst mal was essen. Und dann kannst du nämlich von dem Geld eigentlich auch irgendwie leben. Vor allem, es werden nicht alle zahlen. Und vor allem, es werden auch nicht alle gleich viel zahlen, weil das kommt auch immer darauf an, wie geht es demjenigen. Geht es dem eher gut finanziell? Geht es dem eher schlecht finanziell? Und, und. Warte mal, bevor du jetzt anfängst zu malen, wirst du dir noch einen Job suchen. Dann wirst du hier die Rechnung bezahlen, bevor da irgendwas daherkommt. Ah, okay. College wird in 2 Tagen älter. Okay. Du bist zu Hause. Das ist super. Journalismus. Das werden wir gleich mal annehmen. So. Oh, oh. Oh, nein! Nein! Ihr letzter Arbeitstag. Ja, genau, sie. Alter! Ernsthaft jetzt? Nein! Nein! Die SimCity Versicherungsgesellschaft steht dir in deinen schwersten Stunden zur Seite. Lass dich mit ein paar Simoleons trösten. In Ninas Versicherungspolice werden 13 Personen begünstigt. What the fuck? Okay. Ninas Kind Antonia, die ist hier, erhält 9.600 Simoleons. Ninas Kind Holger, 9.600 Simoleons. Ninas Kind Nico erhält 8.700, Enkelkind Jonas 2.425 und das Enkelkind Gisela 1.600. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt jede Menge Geld haben. Bett machen. Wie wär's, wenn du mal isst? Hallo? Aber wir haben nicht jede Menge Geld. Das ist irgendwie, ist das ätzend. So, und die liebe Ding, die werden wir jetzt hier mal reinstellen. Weil, das interessiert mich nicht, dass dann der ihr Geist mich total fertig macht jedes Mal. So, Hunger. Essen, Mann, jetzt ist die Ding gestorben. Oh, okay, ja, jetzt haben wir die Kohle bekommen. Bist du deppert? Alter, was ist das für eine Erinnerung? Kreativität brauchen wir da, okay. Ja, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Warte mal, wie wäre es, wenn du auch mal hier Teller nehmen, essen, 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 essen. Bitte essen, 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 essen. Jede Menge Essen. Essen! Oh nein, das Kind schreit. Das andere Kind schreit auch. Jetzt möchte ich erstmal hier die Erinnerung angucken. So, warte mal, hier. Ninas Tod. Dieser Sim war mir so wichtig. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn weiterleben soll. Nur die Zeit kann meine Wunden heilen. Oh. Das ist so traurig. Eieieiei. Mann, ist das traurig. Und das hier, Nina, von Geld von Nina geerbt. Ich vermisse diesen Sim und werde ihn in guter Erinnerung behalten. Denn schließlich hat er mir ein hübsches Sümmchen hinterlassen. Woher hat die eigentlich die ganze Kohle? Das verstehe ich überhaupt nicht. Alter Falter, bist du deppert? So, du hast auch noch immer Hunger. Oh, der Kuchen ist, glaube ich, schlecht, gell? Ja. Wurscht. So. Mein Lieber. Du könntest dann mal Gisela die Flasche holen, aufräumen.
und Leon die Flasche geben. Alter, da geht's rund. Ich brauche Hilfe. Hier, Nina wiederbeleben. Wer andere Sens aus dem Jenseits zurückholen kann, verfügt über große Macht. Rufe den Sensenmann mit dem Draht zur Hölle an und sei nicht geizig mit deinen Simoleons, wenn du eine Wiederbelebung durchführen möchtest. Vergewissere dich außerdem, dass der Grabstein oder die Urne des verstorbenen Sims noch irgendwo in der Nachbarschaft vorhanden ist. Okay, das könnten wir eigentlich mal machen, aber das ist irgendwie, es gehört nicht zur Challenge. Es gehört nicht zur Challenge. Das ist das große Problem. Alter Falter, du hast immer noch Hunger und ist das ein Kack? Ja, sie bleibt einfach genau da stehen, gell? Das finde ich so toll. Das ist so super. So, okay, warte mal, das heißt... So, die Kleine kann sich das eh selber holen. Weil man, wie wäre es, wenn du hier mal Windeln wechselst? Windeln wechseln. Ist das jetzt schon trinken? Aha, okay. So, und dann kannst du das Baby normalerweise knuddeln noch. Spielen werden wir jetzt lassen. Spielen werden wir lassen. Leon hier reinlegen. So, was ist mit dir? Bild verschwinden lassen. Bild verschwinden lassen. Reparieren und dann wirst du mal schlafen gehen, bitte. Und du hast hier fertig getrunken, okay. Vielleicht hat es deswegen auch nicht hingehauen, dass sie schwanger geworden ist. Weil sie schon gespürt hat, dass ihre Mutter sterben wird. Oh Mann, jetzt haben wir Nina nicht mehr. Oh, trinken. Du könntest ja immer noch was trinken, echt jetzt? Moi. Moi, du bist so, so süß. Okay, du hast jetzt... Oh ja, du bist auch traurig. Es tut mir so leid. Es tut mir echt so leid. Aber was willst du machen? So. Aufräumen. Wegwerfen, wegwerfen. Dann kannst du gerne duschen gehen, reparieren. Bring ihm noch das Sprechen bei, bitte. Alter Falter. Nee, also das hätte ich mir echt nicht gedacht. Das hätte ich mir so echt nicht gedacht, bist du deppert. Und vor allem, eigentlich müsste ich ihn ja... Genau, er hat jetzt auch noch diese Erinnerung. 13 Personen? Ernsthaft? 13? Das ist aber schon ein bisschen heftig. Wieso? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. 13 Personen. Wir haben hier Nina Caliente. Wir haben hier... Wen haben wir denn alles? Wir haben hier... Nina hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. 6, 7, 8. Nein. Die ganzen Männer von ihr auch noch, oder was? Warte mal. 8, 9, 10, 11, 12. 13? Kann das sein? Boah, das wäre aber schon ein bisschen sehr heftig. Das wäre schon sehr heftig. So, du wirst es dann noch ein bisschen weiter essen. Reste nehmen. Reste nehmen. Kann ich mal Reste nehmen? So, die Kleine hier, die kann dann auch gleich mal weiter malen, sobald sie das Sprechen gelernt hat. Oh, dann haben wir das bei Gisela auch erledigt. Yeah. Dann haben wir als nächstes Leon. Und wir müssen auf alle Fälle unbedingt noch schwanger werden. Das ist leichter gesagt als getan. Und Joachim können wir jetzt nicht mehr anrufen. Oh, ist das ein Kack? Ist das ein Kack? Aber ich brauche auf alle Fälle einen Teenager, der hier mithilft, gell?
Das ist sonst unmöglich zu machen. Oh, wir müssen die Rechnung auch immer bezahlen. Alter, wir haben 9. War das nicht vorher noch 19.000? Alter Falter, hier Rechnung bezahlen, dann kannst du gerne üben. Du kannst, keine Ahnung. Habt ihr das jetzt gesehen, wie das Kind da hochgesprintet ist? Bist du deppert. Alter Falter. Alter Falter. So, wir haben hier. Du brauchst jetzt noch ein bisschen Spaß, gell? Du musst Jonas Hausaufgaben noch machen. Jonas Hausaufgaben machen. Was ist bei dir jetzt alles los? Genau, du gehst jetzt noch essen. Und du gehst spielen. Kreativität, okay, sehr schön. Du machst auch deinen Spaß hier. Und du isst jetzt hier mal ein paar Kuchen. Der Kühlschrank ist voll mit Kuchen, Alter. Aber ich könnte jetzt eigentlich mal das Haus ein bisschen umbauen, gell? Warte mal, ich werde das auf alle Fälle jetzt schon mal ein bisschen dazu bauen. Warte mal, bauen, 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 bauen. Genau das mache ich jetzt. Und zwar, wir müssen hier drei... Wir lassen einfach mal drei frei, gell? Drei, drei, drei. So. So. So, und zwar müssen wir hier ein paar Sachen umstellen. Weil von mir aus kann ja die Farbe und das alles kann ja gerne so bleiben, wie es ist. Das muss ich ehrlich sagen hier. Das kann gerne so bleiben, wie es ist. Also das habe ich jetzt kopiert, gell? Wurscht. So, wir könnten dann auch einen größeren Tisch hinstellen. Und zwar habe ich da eh diesen hier genommen, warte. Den hier hatte ich ja, glaube ich, genommen. Genau. So, die Wanddekoration, die können wir ja gerne da lassen. Wenn sie denn da bleiben würde, wo ich sie haben will, gell? Sessel können wir dann nämlich auch bessere machen. Warte mal, ich muss dich, Nina, das wäre irgendwie cool, wenn du woanders essen würdest. Warte, wir müssen dann gleich mal hier gucken. So, das können wir erstmal da hinstellen. Die hier können wir komplett weg entfernen. Ja, dann können wir nämlich auch bessere Sessel hier nehmen. Dann kill, 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 kill hier. Okay, das werde ich nicht so machen, sondern so. Gell? Dann komme ich nämlich schneller voran. Dann werden wir hier einen schöneren Ding noch nehmen. Alter. Ein schöneres. Hoppla. Ah, so. Dieses Haus hat. Ich brauche hier Sessel. Ja, mal eben schnell noch in den letzten paar Minuten hier eine schönere Bude gezaubert, eine größere. Ich möchte aber keine. Nee, also diese Sitzgelegenheit möchte ich nicht nehmen. Weil wie viel kostet der denn? 1200 Simoleons. Nee, so viel Kohle haben wir dann doch nicht. 395. Das passt nicht. Komfort 5. Das hier passt schon eher. Und zwar in Schwarz und dieses, oder? Nee, ich habe nicht viele Auswahlmöglichkeiten, gell?
Wir nehmen das Rote. So. Dann habe ich nämlich hier noch dieses und dann habe ich noch jenes und wie ich mich immer ausdrücke, Alter. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier? So. Dann sollte das alles zusammengehen, ja? Aha, du kannst jetzt den Kühlschrank nicht aufmachen, weil das hier nicht so ist, wie du das haben willst, oder was? So, das lassen wir gleich mal so. Was ist hier jetzt los? Genau, das müssen wir nachdrehen. Dann haben wir hier das noch so und das noch so. Okay. Dann haben wir die Küche ein bisschen größer. Ja, mehr oder weniger ein bisschen größer. Eigentlich auch nicht wirklich, gell? Vor allem eigentlich müsste ich hier, warte mal, ich muss hier die Palme, ich muss das alles noch ein bisschen ändern. Hand. Die Palme kann nämlich dahin. Und das kann hier nach vorne, gell? Ja. Jawohl. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. So, dann Hand. Das kann man hier so lassen. So lassen. Dann, oh Gott, das ist ja alles so anstrengend hier bei Sims. Das musst du alles extra machen. Das ist richtig doof. So, so. Dann. Die große Frage ist halt, geht sich das da aus? Aber normal schon, ne? Normal geht sich das schon aus. So, dann haben wir hier. Genau. Dann haben wir hier nämlich das hier so. Warte mal, das werden wir so machen. Kühlschrank. Eigentlich könnten wir hier auch einen besseren Herd und sowas nehmen, gell? Einen besseren Herd. Einen besseren Herd. Hunger 10. Sehr schön. Nur gibt's den nur in Weiß oder was, gell? Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf! Hunger 10, Umgebung 2. So, dann können wir den nämlich so orange lassen. Liebe Nina! Den kann ich nicht weggeben, gell? Ja, ich weiß. Kannst du den hier vielleicht irgendwie machen? Hier, Reste essen? Da, genau. Schau. Du kannst hier eh schon ein bisschen essen und so, gell? So, der hier wird geändert und das hier wird auch hier hingegeben. Mache ich das Ganze eins kleiner? Drei größer, eins kleiner? Ich weiß halt nicht, gell? Weil wenn ich da drei lasse... Eigentlich bräuchte ich das nicht so groß, weil dann kann ich das nämlich gleich so... doch, das ist, das schaut ja sonst kacke aus. Naja, außer ich lasse da zwei, gell? Dann hätte ich da eh auch Platz. Ah, warte. Warte, 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 warte. Das lasse ich noch so. Das stellen wir so hin. Das stellen wir so hin. Kann ich das mit der Theke irgendwie verknüpfen? Warte. Ne, es geht wieder nur so um die Ecke, gell? Nee, warte, dann kann ich das so lassen auch. Dann kann ich das nämlich so auch lassen. So, so. Einen Mülleimer. Dum, 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 dum.
Das ist nämlich irgendwie, also das ganze Häuser bauen, das kann, es ist eigentlich logisch, dass das immer so viel Zeit in Anspruch nimmt, weil ich hatte ja jetzt auch in Sims 3, versuche ich das ja diese Woche genauso, dass ich hier mal eine Bude zusammenbaue. Ich meine, da ich die Folge schon aufgenommen habe, ist mir das natürlich nicht gelungen, weil es nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch, weil du halt auch im Überlegen bist, okay, wie stelle ich das hin, wie stelle ich jenes hin, welche Farben möchte ich haben und so weiter und so fort. Das ist halt alles, es nimmt sehr, 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 sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja, das macht das Ganze halt überhaupt nicht leicht. Warte mal, das Telefon, das kann ich hier aber auch hinsetzen, ne? Das setze ich da hin. So, dann habe ich hier mal den Boden wieder drin. Dann möchte ich hier diese Farbe drinnen haben. Das finde ich nämlich jetzt gar nicht mal unbedingt zu schlecht. Hier können wir das noch reinsetzen. Ach ja, so. Den können wir entfernen. Dann haben wir hier eine Wand. Weil ich möchte nämlich gerne, dass das jetzt hier hinten mal so ist, dass ich hier... okay, jetzt habe ich das da auch so gemacht. Ja, wurscht. So. Ich muss, glaube ich, hier die Fenster. Ja, dann habe ich nämlich hier jetzt, glaube ich, Platz endlich für Badezimmer. Badezimmer, Schlafzimmer und so weiter. Sollte sich normalerweise ausgehen. Wenn ich nämlich hier jetzt das Badezimmer reinsetze. Warte. Wo sind wir denn daheim? Hier sind wir daheim. Ja, allein wenn ich jetzt schon wieder gucke, also meine Folge geht schon wieder länger, als ich eigentlich machen wollte. So, naja, baden brauchen wir die Kinder eigentlich nicht, gar. 1500, 1100 natürlich, dass die anderen... So... Ich brauche das nochmal, den dann mal so groß zu machen, ne? Weil ich kann ja hier... Deko, Spiegel... Hier kann man so einen kleinen Spiegel noch hinsetzen, gell? Ja, das passt schon. Das passt schon! Dann habe ich hier ein Bett, gell? Haha, das kann ich nämlich gleich runtersetzen. Das kann ich gleich runtersetzen. Das setzen wir dann hier hin einfach. Die Treppe kann ich ja so lassen. Treppe kann ich so lassen, glaube ich. Weil Tür kann ich nämlich hier auch eine reinsetzen. Und dann können wir hier das Kinderzimmer machen. Ein ganz schlichtes, einfaches, kleines Kinderzimmer. Mit zwei Betten. Oder mache ich das länglich? Damit es abgeschlossen ist. Nee, ich lasse es einfach so. Weil dann habe ich nämlich jetzt hier... abbrechen. Ich will... eigentlich will ich nur nichts speichern. Hier. Rot, blau, rot, blau. Die große Frage hier. Dieses.
dieses. Keine Ahnung, wie die Sims dann langlaufen. Alter Falter. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier? Ich kann jetzt hier mal die ganzen Staffeleien hinstellen. Aha. 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 Hoppala. So. Ja, bist du gelähmt, Alter. Ist das ein Aufwand? Die hier kann ich nämlich dann auch dann nach vorne setzen. Das kann ich noch nicht machen. Das ist halt ziemlich bescheiden. So, was ich jetzt noch machen kann, ist, Weidel, das Unkraut ist nämlich nicht im Weg. Das werde ich einfach so machen. Das werde ich hier hinsetzen. So. So. So, so, so. So. Dann haben wir jetzt zwar Unkraut im Wohnzimmer, aber das müssen wir dann halt mal kurz hier entfernen. So, die liebe Wand. Die liebe Wand. Oh, eigentlich wollte ich ja das Grünliche hier drin haben, gell? Alter Falter, das ist ja richtig. Also ich muss das generell wirklich komplett ändern. Alles. Ah, okay, warte mal. So. Mein Lieber, du hast eh schon genug Spaß. Mehr als genug Spaß. Gib mal hier Unkraut jeden. Und dann gehst du bitte mal hier das Klo benutzen. Das kleine Kind hat Spaß. Alter Falter. Es ist alles offen. Okay, ja gut, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich in einer weiteren Folge, in einer neuen Folge. Und ja, bis dahin sage ich dann erstmal ciao, ciao.